Katzenbesitzer wissen ja, es sind nicht gerade die Haustiere mit dem stärksten Pflegebedarf. Aber auch wenn sich die Grundbedürfnisse mit Futter, etwas Auslauffläche und ganz viel Streicheleinheiten decken lassen, gibt es vielleicht noch andere Bedürfnisse, um die man sich kümmern sollte, wie zum Beispiel Pfotenpflege. Was genau man da machen kann und wann man es sollte, das werde ich euch jetzt in diesem Video hier erklären. Viel Spaß. Aber Pfotenpflege bei Katzen, ist das überhaupt notwendig? Tatsächlich, in der Regel eigentlich nicht. Katzen kümmern sich ja viel um die eigene Hygiene und auch die Pfotenpflege gehört dazu. Sie wetzen ihre Krallen an Bäumen oder anderen geeigneten Oberflächen und knabbern notfalls den Rest auch noch ab. Ansonsten sind sie auch generell sehr vorsichtig, wo sie hintreten und würden zum Beispiel eine gesalzene Straße im Winter meiden. Oder auch generell den Schnee, wer will denn schon nass werden? Dennoch gibt es aber auch einige Ausnahmen von der Regel, wie kranke Katzen oder auch vor allem ältere Katzen. Die sind dann vielleicht nicht mehr ganz so motiviert und agil, um sich selbst um die Krallen zu kümmern. Da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass sie die Krallen etwas üppiger wachsen lassen. Generell ist das auch kein Problem und man muss es auch nicht zwingend schneiden, solange es keine weiteren Probleme mit sich bringt, wie dass sie ständig im Teppich hängen bleiben oder so. Dagegen kann man dann aber auch vorgehen, indem man selber das Ganze übernimmt. Dazu kann man eine spezielle Krallenschere kaufen oder man nimmt eine schärfere Nagelschere oder einen Nagelknipser. Beim Schneiden sollte man darauf achten, dann nicht zu viel abzuschneiden, da irgendwann Blutgefäße und Nervenbahnen kommen. Und wenn man die trifft, wird es erstmal einige Jahre sehr schwierig mit dem Krallenschneiden. Wo genau die anfangen, erkennt man dann an der pinken Färbung oder ansonsten auch, wenn man mit einer Taschenlampe da durchleuchtet, dann kann man den Punkt ganz gut finden. Aber das mit Abstand Schwierigste wird dann wohl das Krallenschneiden selber sein, denn die meisten Katzen haben es überhaupt nicht gerne, wenn man ihre Pfoten anfasst. Das Ganze kann man seinem Stubentiger auch antrainieren, indem man schon im jungen Alter damit anfängt, die Pfoten in Kombination mit Leckerlis zu berühren. Aber auch dann benötigt es noch sehr viel Vertrauen. Am besten wählt man für die Operation dann auch einen ruhigen Zeitpunkt nach dem Essen oder einer schläfrigen Streicheleinheit. Dann stehen die Chancen am besten und man kann auch eigentlich loslegen. Mit etwas Druck auf den Ballen bekommt man die Krallen weiter rausgefahren und kann sie stutzen. Aber wunder dich nicht, wenn du hinten nur 4 findest, mehr sind es dann nicht. Falls sich die Krallen dann nach deiner Maniküre auffällig verfärben oder entzünden, weil du vielleicht doch etwas getroffen hast, dann solltest du dringend zum Tierarzt, um Schlimmeres zu verhindern. Falls es dein Tier nicht verhindern konnte, im Winter doch über gestreute Wege zu gehen, dann kann es auch passieren, dass die Haut vom Salz austrocknet, rissig wird und sich schlimmstenfalls auch noch entzündet. Aber auch im Sommer, wenn der Steinboden sich von der Sonne extrem aufwärmt, ist das für die Katze genauso beanspruchend wie auch für uns. Dagegen solltest du die Pfoten dann mit einer geeigneten Creme eincremen. Deine Katze wird die Creme vermutlich als Verschmutzung ansehen und sich schnell darum kümmern, die wieder abzulecken, weshalb die Creme auf der einen Seite schnell einziehen sollte, aber auch unschädlich für das Tier sein sollte. Dafür eignet sich die Green Hero Pfotenpflege sehr gut. Diese schützt die Pfoten vor der Austrocknung und ist unbedenklich für das Tier, da sie ausschließlich aus hochwertigen Zutaten besteht. Die eigentliche Schwierigkeit dabei ist aber auch, wie beim Krallenschneiden schon, die Umsetzung. Also musst du auch hier einen sehr guten Zeitpunkt finden, damit dich deine Katze an ihre Pfoten lässt. Zuletzt wäre dann noch der Fall, dass deine Katze mit stärkeren Chemikalien in Berührung kommt. Da sollte man dringend die Pfoten mit einem nassen Tuch putzen, noch bevor sie das selber macht und die Stoffe in den Körper gelangen. Dann wiederum ist natürlich das Eincremen sinnvoll. Da fällt mir gerade auch noch ein, dass für den gesamten Prozess es auch super praktisch ist, das Katzenentspannungsspray einzusetzen. Das hat einen wahnsinnig euphorisierenden Geruch und wenn das irgendwie in der Nase ist, im Raum ist, dann lassen die Katzen eigentlich alles mit sich machen. Könnt ihr gerne ausprobieren, damit ist euer Tier wie ausgetauscht. Ja, und das war dann auch schon alles, was ich euch zum Thema Katzenpfotenpflegen zu sagen habe. Falls ihr noch etwas habt, worauf man unbedingt achten sollte oder was euch geholfen hat, das Vertrauen eures Tieres bei solchen Maßnahmen zu gewinnen, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen und abonniert auch gleich den Kanal für weitere spannende Haustierthemen. Viel Glück bei eurer Pfotenpflege und bis zur nächsten Woche. Ciao!